Moin, moin von Hamburg-Jährich. Es ist mitten am Tag. Feinstes Wetter. Eher ungewöhnlich, wenn ich ohne Alex filme. Ja, ich quäle mich gerade durch den Hamburger Verkehr. Nicht immer ganz leicht, aber wir kriegen das schon hin. Bin jetzt gerade auf dem Weg zum Termin und warum ich mich melde, CrossFit. Es geht bei mir, während Alex ja ganz gut reden kann vor der Kamera, bin ich da drin irgendwie nicht so gut. Deswegen werde ich mich aufs CrossFit machen, konzentrieren. Und die erste Einheit heute habe ich natürlich schon hinter mir. Die war heute Morgen. Das war der Kraftpart von dem lieben Valentin, bestehend aus Squats, Weighted Pull-Ups und einem Snatch Balance Komplex, nennen wir ihn mal so. Also reines Krafttraining. Jetzt muss ich ein bisschen arbeiten und werde dann heute Nachmittag mich mit dem lieben Lenny treffen. Ja. Da war nämlich ein klitzekleines Personal Training. Ich nehme also auch Training ein-, zweimal die Woche bei ihm, reines Techniktraining. Da gibt es ja genügend. Heute geht es, glaube ich, um das, ach, was könnte es sein? Vermutlich um den guten alten Snatch. Und danach werden wir ein wenig ballern. Das heißt, ein oder zwei Workouts wegrupfen. Ganz witzig, heute Morgen in der Box, als ich trainiert habe, haben mich zwei Hipster besucht, möchte ich sagen, aus Koblenz. Die werde ich euch nachher noch zeigen. Geile Aktion, die kamen rum, sind extra früh aufgestanden. Nur um tatsächlich einmal kurz Moin zu sagen und ein Foto zu erhaschen, ein T-Shirt zu erhaschen und wieder wegzugehen. Und haben wir uns einfach spontan entschieden, wir können ja auch. Ich glaube, die haben sogar eine Badehose dabei, das heißt, die können sie nachher anziehen. Und dann sollen sie doch bitte um 14 Uhr nochmal wiederkommen. Und dann wird geballert. Wer schon mal da ist, der darf auch ballern. Also in diesem Sinne, ich quäle mich weiterhin durch den Verkehr und melde mich dann gleich nochmal kurz, bevor es wirklich losgeht. Weil alles andere bis dahin würde ich nur mit sinnlosen Worten füllen. Was los? Was los? Was los? So. Termine erstmal durch. Auf geht's zum Training mit Lenny. Es ist immer noch blendendes Wetter. Die Sonne ballert. Er spricht einfach alles dagegen, in eine Box zu gehen. Aber gut, mal sehen, was der Lenny für uns vorbereitet hat. Das Gute ist, was im Winter so schlimm war bei CrossFit St. Pauli, diese Kälte, ist jetzt der Vorteil. Es ist in dieser Box immer noch so kalt, als wären es draußen minus 20 Grad. Nein, es ist ganz angenehm. Es ist wirklich nett, draußen 30 Grad hier drin. Ach, was weiß ich. Frische halt. Dann ziehen wir uns mal unsere Turnsachen an, ne? So, es ist soweit. Wo ist er? Wo ist er? Da. Der gute Lenny ist da. Und Lenny? Komm mal. Komm noch mal her. Komm noch mal her, das hier ist eine Kamera. Kamera ist Lenny. Leute, Lenny, Leute. Hallo. Lenny, was machen wir heute? Das überlege ich mir noch. Also entweder machen wir ein bisschen Lego. Oder wir snatchen. Oh. Snatchen könnten wir auch. Wir arbeiten heute mal Work on Your Weakness, heißt es ja mal. Ja, Mann. Zwei Sachen gleich. Wir snatchen trotzdem. Ne, wir snatchen erstmal. Aber dann könnt ihr euch nochmal angucken, was der da oben an diesem Board macht. Packboard. Er hat ein Workout für mich. Ach, wir werden es ja sehen. Kennt ihr das, wenn ein Workout auf euch zukommt und da ist ein Movement dabei, was ihr einfach noch nie gemacht habt? Deswegen würdet ihr gerne meckern. Aber ich kann nicht meckern, weil ich kann es nicht. Ich kenne es nicht. Also ich habe es noch nie gemacht. Das ist so ein bisschen wie Lenny und Laufen. Na gut, wir sehen. Oder schwimmen. Oder schwimmen.
Oder nicht, die, die... Ja, warte mal hier, bleib mal hier. Erste Session, so muss ich, ne? Erste Session ist durch. Warte mal, guck ich was mal. Meinst du, würdest du mir empfehlen, dran zu bleiben? An diesem CrossFit-Sport, oder? Nein, eigentlich nicht. Sag mal, also wir versuchen ja... Ich soll auch Weightliften gehen. Ja, ja. Weightliften. Nee, wir wollen, also Weightlifting ist ja so eine Sache, bei das mir? Braucht man halt, aber das... Also bei dir sowieso. Wir versuchen dich, glaube ich, eher mal zum Turner umzuformen, glaube ich, weil du hast die richtige Größe für einen Turner. Du, ja, du hast auch starke Schultern eigentlich. Du weißt nur nicht, wie du sie einsetzen sollst. So, gucken wir mal, ne? Also als nächstes kannst du mal zeigen, was du kannst. Ja, und weil ich mich zum Turner mutieren lasse, darf ich jetzt ein schönes Workout machen? Fünf Runden? Ja, fünf Runden, irgendwie so ein Brett hochklettern. Das Packboard. Hängt hier seit neulich erst, ja. Keine Ahnung. War ich, habe ich noch nie gemacht. Ja, ihr? Ich? Nie? Und dann 15 Meter Handstand Walk. Ja. Auch überhaupt nicht so mein Ding. Schade, dass Alex nicht da ist. Das wäre auch so ein bisschen was für ihn. Ja, wir haben sonst auch ein Scaling. Du kannst sonst auch um eine Box rumlaufen mit den Füßen auf der Box, aber wir so, finden schon eine Lösung. Kann ich auch einfach nur um die Box rumlaufen? Ja, um die ganze Box dann. Ja, ah. Anscheinend, ja. Ja, Mensch, das wird ja was. Und wir haben noch Besuch aus Koblenz. So, komm mal hier. Hi. Hi. Stellt euch mal kurz vor. Also ich bin der Philipp. Ich komme aus der Nähe von Koblenz. Hi, ich bin Jacqueline, auch aus der Nähe von Koblenz, nicht direkt. Aber die Ecke. Ja, wir machen ja eigentlich so eine kleine Touri-Reise. Haben dann mal spontan geguckt, wo dem Schalke seine Box ist. Und die war dann leider 500 Meter entfernt von uns. Wir hatten uns spontan eingeladen für ein kleines Workout. Und da kann man natürlich nicht Nein sagen. Ist das geil? Die haben mich ja so angeschrieben, weil wir sind sowieso in Hamburg, wollen wir was machen. Und ich meinte, Wochenende geht nicht. Ich bin aber am Montagmorgen ab 6 oder so in der Box. Und habe schon gedacht, okay, dann sind sie entweder wieder weg oder es ist denen zu früh, ist ja euer Urlaub. Und dann standen sie heute Morgen hier. Jetzt sitzen sie hier im Urlaub. Philipp in Badehose, weil er kein Sportzeug dabei hat. Großartig. Und ihr ballert jetzt gleich ein bisschen, ne? Ja. Genau. Ich mache das traurige Workout, was ich gerade bekommen habe. Was müsst ihr machen, wenn ihr etwas anderes gesagt habt? Ja, so eine skalierte Version. Ropeplan. Ja. Irgendwas, was möglich ist. Skaliert, Ropeplan. So ist er, der Lenny. Ja, dann viel Freude. Mal. Mal sehen. Ich find's geil. Ich find das sehr geil, ne? Aus Koblenz. Ne? Mal eben hier. Okay, ich glaube, es geht los. 14 Uhr. Heide Witzka. So, Workout-Check. Ging ja? Ging ganz gut eigentlich. So. Weiter geht das. Wie viel habt ihr noch? Runde. Wer gewinnt? Es gibt ja nicht gewinnen. Ich hab gewonnen. Sie hat gewonnen. Ja, keiner mitzählt. Ehrlich. Ja. Während die beiden sich noch abquälen. Nochmal. Wie geil, bitte. Dass die einfach mal aus Koblenz rumkommen und mitballern in Badehose. Das ist genau das Richtige. Das ist genau das, was Alex und ich immer denken. Dass unsere Follower oder die, die es gucken, genau so positiv bekloppt sind. Oh, jetzt kriege ich ein bisschen Farbe ab. Wäre doch mal scharf, Schage. In diesem Sinne geht der Fatty sich mal unter die Arme frisch machen. Und zwar ordentlich mit Seife heute. Merke mich gleich nochmal. Hey. So. Also, Training ist durch. Um mich rum wird schon wieder gelacht. Oder noch gelacht. Da
geht es gleich wieder ab. Ja, schönes Training. Vielen Dank, Lenny. Ja, wir sind durch, ne? Ja, Mensch, das war's. So viel habe ich gar nicht mehr. Ach so, genau. Ein kleines Dankeschön geht nochmal raus an... wir haben es noch gar nicht thematisiert. Ich bin damals, bin auch schon gefragt worden, bei den Open in meiner Altersklasse kommen, oder hätte man unter die ersten 200 kommen müssen, um sich für diese komische Online Games Qualification zu qualifizieren. Ich bin 201. geworden. So, das mal vorweg. Jetzt habe ich am Samstag überlegt, guck's dir mal an, wie die anderen ihre Workouts so machen und wie du da so geschätzt abschneiden würdest. Dabei ist mir aufgefallen, dass zumindest die letzten 25 Teilnehmer ihre Workouts gar nicht gemacht haben. Oder nur das erste. Also vielen Dank an euch. Ich hätte auch gerne mitgemacht. Echt mal. Naja. So. Habt einen schönen Tag, habt einen schönen Abend. Der Patti geht jetzt, wie gesagt, duschen. Wir haben ein Problem festgestellt. Oh. Unser Freund, der Chagobert, hat irgendwas falsch gemacht. Jetzt heißt das Shirt falsch rum an. Nein. Das kommt, weil ich zwischendurch wieder nackig war. Echt? Ja. Achte mal auf meine Hose. Die ist auch falsch rum. In diesem Sinne, dies ist das Ananas. Tschö.